Die Münchner Löwen müssen sich auf eine Hitzeschlacht bei den Braunschweiger Löwen einstellen. Sengende Sonne und 0% Regenwahrscheinlichkeit sind für das Auswärtsspiel in Niedersachsen vorhergesagt. Ich glaube, es ist sogar noch ein paar Grad wärmer als jetzt hier die Woche. Morgen soll es ein bisschen abkühlen, aber ich gehe davon aus, dass trotzdem über 30 Grad sind. Und klar, muss man auch ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden. Das ist, glaube ich, irgendwann wird die Wand kommen, wie bei den Marathonläufern, wo man denkt, es geht nichts mehr. Aber wenn man da mal drüber ist, ich war selber Spieler, dann musst du einfach über den Punkt drüber kommen. Und dann einfach, da geht es ein bisschen auch um Biss, also um Beißen. Da muss man einfach mal ein bisschen quälen morgen. Hitzig dürfte es auf dem Rasen zugehen, wenn der Meister von 1966 beim Meister von 1967 antritt. Wenn der Schiedsrichter da anpfeift, dann muss ich einfach in den Tunnel schalten, dann darf ich das Außenrum gar nicht mehr wahrnehmen. Und da ist eh noch eine Laufbahn dazwischen, also die Zuschauer sind es auch nicht so eng. Wir haben letztes Jahr da gespielt, haben 1-1 gespielt und ich finde jetzt, dass schon laut ist da, aber da die Zuschauer ein bisschen weiter weg sind, kommt das gar nicht mal so extrem rüber jetzt in Braunschweig. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Kulisse da, tolle Fans, die wo die Mannschaft auch extrem nach vorne peitschen, auch gegen uns letztes Jahr. Während die Münchner als Saisonziel den Klassenerhalt ausgegeben haben, zählen die Braunschweiger zu den Aufstiegsaspiranten. Ja, auf jeden Fall haben sie schon mal ein sehr großes Ausrufezeichen gesetzt. Wenn du in Magdeburg 4-2 gewinnst gegen einen Absteiger aus der zweiten Liga, dann kannst du schon davon ausgehen, dass die Mannschaft, wenn sie keine großen Verletzungen haben sollte und wenn sie die Form halten, dann auf jeden Fall vorne mitspielen. Der TSV 1860 reist zu seinem ersten Auswärtsspiel über 600 Kilometer. Auf Betriebstemperatur sind die Löwen schon jetzt.